Wenn ich das richtig sehe, lieber Henrik, bin ich jetzt auf Sendung sozusagen. Ich habe heute mit Richard Stegerer und mit Manfred Sams aus Esterger Zeit. Nein, nur mit letzterem habe ich gesprochen. Von Richard Stegerer habe ich ein E-Mail bekommen. War hier gerade in diesem tollen Pool, 5,50 Meter Durchmesser, was in unserem Garten steht. Und habe mir vorgenommen, schöne Grüße an dich zu senden. Und dir dabei ein bisschen zu zeigen, wie ich jetzt gerade lebe. Ich war heute mit Walid Habash, dem Syrer aus Aleppo, im Krankenhaus, weil sein Zehennagel eingewachsen ist und geeitert hat. Und der Arzt in Bernau, ich wohne ja hier in Wandlitz bei Berlin, ihm gesagt hat, er soll zur Operation ins Krankenhaus. Und als ich zurückgefahren bin, habe ich dann die Mail von Richard Stegerer gehört, den ich erinnere als Helfer bei den jungen Pionieren und der mir erzählt hat, dass du ganz aktiv in der Friedensbewegung bist und dass du diesen scheiß Fahrradunfall hattest. Ich fahre mit meiner Frau seit 2 Jahren E-Bike und alle sagen, um Gottes Willen, das ist ja noch gefährlicher wie Fahrradfahren. Nimm wirklich immer den Helm auf und ich halte mich nicht dran. Ich bin ganz begeisterter Fahrradfahrer und höre jetzt von dir, dass das so ein schrecklicher Unfall war und wollte dir einfach schreiben und ein bisschen, oder nicht schreiben, sondern dieses Video senden und dir ein bisschen erzählen, wie gut es mir geht. Ich bin so glücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Das hängt in allererster Linie zusammen, dass ich nach der Ehe mit der Mutter meiner Kinder, die ich 1986 geheiratet habe, noch in München, ist unser erster Sohn zur Welt gekommen und dann 89 der zweite in Berlin, in Hamburg und dann 1993 der dritte in Berlin. Aber leider ist dann im Jahr 2000 die Ehe mit der Uschi vor die Hunde gegangen. Die 3 tollen Kinder sind davon hervorgegangen. Der Älteste ist im Internetbusiness tätig, der Mittlere ist Einzelhandelskaufmann in einem Demeter-Hofladen bei Hamburg und der Jüngste hat seine Zimmermannslehre in Mannheim abgeschlossen, alle 3 tolle Jungs, aber wie gesagt, traurig, dass die Ehe kaputt gegangen ist und dass darunter die Kinder auch ziemlich gelitten haben. 5 Jahre später oder 4 Jahre später habe ich die Frau meines Lebens kennengelernt, die Margot, die damals Landesvorsitzende der WASG in Rheinland-Pfalz war, jahrzehntelang in der SPD, im Bundesvorstand der IGBAU. Und unglaublich schreckliche Dinge aus ihrer Gewerkschaftsarbeit erzählen konnte. Und mit ihr habe ich dann eine Zeit lang, bin ich nochmal in die WASG und in die Linkspartei eingetreten, war Kreisvorsitzende natürlich, irgendwann da im Rhein-Lahn-Kreis. Und dann haben wir hier in Brandenburg einen tollen Wahlkampf gemacht, haben 70% Stimmengewinne verzeichnet, dadurch, dass wir auch die Wessis angesprochen haben. Und dann gab es erneuten Streit. Die ostdeutschen Linken haben gemeint, wenn wir jetzt 70% Stimmengewinn haben, dann soll das wohl heißen, dass bisher alles scheiße war, was wir gemacht haben. Das lassen wir uns aber von den Wessi-Linken nicht sagen. Die können ja nur von der SPD oder vom Verfassungsschutz geschickt worden sein. Und als ich das zweite Mal in meinem Leben diesen Vorwurf hörte, habe ich gedacht, nun ist aber Schluss mit lustig. Vielleicht hat es ja auch was mit mir zu tun. Ich ziehe mich aus der Parteiarbeit zurück. Parteien sind sowieso Schnee von gestern. Hier übrigens siehst du im Hintergrund die 2 Fenster und den Eingang, wo Walid, das war früher unser Gästezimmer und unser Gästeklo. Und als wir ihn kennengelernt haben, haben wir mit ihm zusammen und syrischen Freunden ein paar Mauern eingerissen und daraus jetzt eine eigene Wohnung gemacht, wo er seit 3 Jahren wohnt und jetzt aber demnächst bald auch wieder auszieht. Und vor allem, was ich am tollsten finde, eine Lehrstelle als Mediengestalter, Video- und Computerbearbeitung antreten wird bei einer führenden Videofirma in Berlin. Ach so, ja, ich habe von der Margot erzählt. Und nach dieser
zweiten missglückten Parteiphase habe ich dann endgültig erkannt, dass wenn man Veränderungen herbeiführen will, wenn man Mut machen will, dass es über die Kultur geht und nicht über Statistiken, nicht über Analyse, nicht über Demaskierung des Kapitalismus, der heute von viel, viel mehr Menschen kritisiert wird, als das vor 35 Jahren der Fall war, die aber deshalb nichts verändern, weil sie glauben, man kann nichts verändern. Es geht also um Mut machen. Deswegen habe ich zunächst in Schilde, einem Nachbarort, wo wir wohnten, 3 Jahre und dann später, als wir hier nach Wandlitz gezogen sind, 5 Jahre hier ein kommunales Kino gemacht, einmal im Monat. Filme, von denen sie glücklich nach Hause gehen, Filme, die Mut machen, über Frida Kahlo, über Nelson Mandela, über Martin Luther King und so weiter. Also unterhaltsame Filme, die aber trotzdem eine politische Botschaft haben, die immer in Courage, in Mut, in Es lohnt sich bestanden. Sehr stolz bin ich, dass ich im letzten Dezember diese Filmreihe übergeben habe an Nachfolger, die das jetzt ganz alleine machen. Also noch nie zuvor ist ein Wechsel aus einer Funktion so problemlos geschehen wie da. Zwischendurch bin ich wie die Jungfrau zum Kinde 2012 in die Flüchtlingsarbeit geschmissen worden, weil hier ein Flüchtlingsheim eröffnet werden sollte, noch lange vor der großen Welle 2015. Und ich da einfach einen Diskussionsbeitrag auf der Protestversammlung gegen das Heim gehalten habe. Ich schicke dir auch per E-Mail mal das Manuskript des Buches, was ich dann geschrieben und was dann auch endgültig beim Goldman Verlag herausgegeben wurde. Da kannst du das nachlesen oder dir vorlesen lassen. Ich weiß leider nicht genau, welche Möglichkeiten der Kommunikation du hast. Und das waren wunderbare Monate, wo wir Wandlitz zu einer No-Go-Area für Neonazis gemacht haben und wo politische Arbeit einfach Spaß gemacht hat, weil nicht irgendein Gremium gesagt hat, was gemacht werden muss, sondern weil wir einfach gefragt haben, wer will was machen und das, was er oder sie machen will, das wurde dann gemacht in Selbstverantwortung. Also schon so ein bisschen Podemos oder ein bisschen auch wie in den befreiten Gebieten von Kurdistan Selbstverwaltung gemacht wird. Und das hat überhaupt nichts mit der Parteienkonzeption und mit dem Alltag in Parteien zu tun. Jetzt, nachdem ich das mit dem Kino auch abgegeben habe, beschäftige ich mich und Lesungen in ganz Deutschland zu meinem Buch zusammen mit Walle durchgeführt habe. Der hat syrische Lieder gesungen und meine Frau und ich haben aus dem Buch vorgelesen. Meine Frau die weiblichen Stellen und ich die männlichen Stellen. Sind wir jetzt so ganz ohne Funktion und ich wache manchmal noch auf morgens und denke, was, heute kein Termin? Kann mich noch gar nicht so dran gewöhnen, dass mit 68 Jahren endlich Phasen da sind, wo man einfach erst im Laufe des Tages merkt, okay, da gibt es noch ein Projekt, was ich machen will. Und ich habe dir extra sozusagen unseren Garten zeigen wollen bei meinem Spaziergang, der von meiner Frau in den letzten 8 Jahren zu einem wunderbaren Kleinod ausgebaut wurde, mit Hochbeeten, mit diesem Kartoffelturm, was jetzt, ich hoffe, das kann man hier im Hintergrund sehen, wo also mehrere Schichten Kartoffeln übereinander gepflanzt werden. Das macht so wahnsinnig viel Spaß. Und die Natur hat jeden Tag, jeden Morgen so viel neue Kraft gebildet in der Nacht zuvor, dass auch die Zweifel, ob die Menschheit die Kraft zur Lösung der vor ihr stehenden Probleme aufbringt, dadurch zurückgedrängt werden können. Lieber Henrik, warum erzähle ich dir das alles? Weil ich erst heute durch den Brief von Richard Stegerer an dich erinnert wurde, an deine freundliche, friedliche, schmunzelnde, immer kichernde Art und Weise, weil ich das Foto, was er dem beigelegt hat, entnommen habe, dass du zwar an Haaren verloren hast, nicht aber an diesem, na, das ist kein Grinsen, das ist ein Lächeln, ein Schmunzeln. Und dass ich dir einfach, oder andersrum ausgedrückt, ich weiß nicht, wie du den Film Ziemlich beste Freunde findest, ich finde ihn einfach sehr humanistisch und
habe übrigens von den 50 Filmen, die wir in 5 Jahren in Wandels gezeigt haben, mal ausgerechnet, dass jeder 8. Film, von dem man glücklich nach Hause geht, das Schicksal von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mit Special Needs, im Deutschen mit dem blöden Wort mit Behinderungen, handelt. Und dass das Menschen sind, die natürlich besonders viel Kraft und Mut aufbringen müssen, aber dass sie letztlich Vorbilder sind für die sogenannten Normalen, für die ohne diese besonderen Bedürfnisse, obwohl eigentlich jeder von uns besondere Bedürfnisse hat. Und ich kann dir nur sagen, ich fand toll, dass der Richard mir heute diese Mail geschrieben hat, mich an dich und dein Schicksal erinnert hat. Und ich wünsche dir alles Gute und Kraft. Ich persönlich habe zu meinem christlichen Glauben zurückgefunden. Das kann dich jetzt sehr erschüttern, muss dir aber keine Angst machen. Denn das, was viele Linke vermuten, dass das die Aufgabe der Selbstständigkeit ist, dass man nicht mehr selbstständig denkt, sondern nur noch an den Herrgott mit dem Rauschebart da oben sich unterordnet, ist alles völliger Quatsch. Ich schöpfe aus dieser Haltung die tiefe Überzeugung, viel tiefer als das viele atheistische Linke tun, dass es eine gerechte Ordnung auf dieser Erde geben wird, die ganz anders ausschauen wird als am Reißbrett der kommunistischen Planer. Und nach den fürchterlichen Fehlplanungen und Fehlentwicklungen, die in der ersten Etappe der Gesellschaftsveränderung seit der Pariser Kommune oder auch schon der Französischen Revolution und dann vor allem dem Putsch in Petrograd. Ich weiß, dass du das anders siehst, aber so sehe ich es inzwischen, also ganz anders verlaufen wird. Ich wünsche dir alles Gute. Ich höre und lese, dass du eine tolle Frau an deiner Seite hast. Das ist ja wahnsinnig viel wert, viel mehr als irgendwelche politischen Gedanken, die man hat. Ich wünsche dir, dass du trotzdem Dinge hast, an denen du dich freuen kannst und grüße dich ganz herzlich. Und wünsche dir alles Gute. Der Mathis, heute in Wandlitz.